Servus die Maro, grüß euch die Buben. Ich bin heute an der Weinstraße unterwegs. Wir werden an den Weinkellern vorbeigehen und ich ziehe dann hinauf auf den Bergrücken. Und darum suche ich mir dann ein gemütliches Plätzchen für ein Mittagessen. Hier befinden wir uns nun auf der Weinstraße, der Weinkellergasse. Und hier wird so das eine oder andere edle Tröpfchen auch ausgeschenkt. Sehr berühmte Kellergasse hier. Eine alte Weinpresse, die wurde aber nachgebaut, die ist aus dem Jahr 2015. Die alte hat sich schon komplett aufgelöst. Wettertechnisch habe ich nicht so das Glück. Es schaut etwas bewölkt aus, aber egal, solange es nicht regnet. Habe ich da vielleicht eine Survival-Behausung gefunden? Doch wieder etwas aufgeklärt. Blau, sehr schön. Wein, 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 soweit das Auge reicht. Mahlzeit, Jungs und Mädels. Ja, die Damen und Herren lassen sich auch nicht stören. Und ich gehe mal weiter. Es wird schon langsam 12 Uhr. Ich habe Hunger. Und jetzt wird es einmal wo essen geben, denn ich habe auch eine neue Pfanne dabei und die will ich testen. Was das genau ist, seht ihr gleich. Ja Freunde, jetzt sagt einmal, ist das hier idyllisch oder ist das hier idyllisch? Tote Birke ist auch da. Das hier ist so ein Lösfelsen. Ich denke, hier werde ich mich mal niederlassen. Da habe ich mich mal dazwischen aufgepflanzt. Ich habe auch heute mein Dreibein mit. Und jetzt gibt es einmal was zum Futtern. Ich habe euch ja gesagt, ich habe heute eine neue Pfanne dabei. Die ist hier drinnen. Und wenn ihr sie seht, kennt ihr sie sowieso, denn die verwendet ich schon die meisten, nämlich die Tatanka-Pfanne aus Edelstahl. Ist genauso leicht wie Titan fast, also. Und die werden wir heute mal einweihen. Ja, was gibt es Leckeres?
Ja, was haben wir dabei? Ich habe rote Bohnen. Ich habe natürlich Speckwürfchen, Zwiebel und Tomatensauce. Und jetzt bauen wir mal auf und dann geht's los. Speckwürfel hinein. Und noch ein bisschen Zwiebel dazu. Und dann der Rest gießen mit einem Sugo. Die sind fertig. Und jetzt wird mal gefuttert. Mahlzeit, Freunde. Top. Schüsselchen ist leer, das war auch extrem lecker. Also alle Achtung. Geht auch wirklich schön zum Reinigen. Und nach dem Käffchen gibt es noch was ganz was Leckeres. Einen tollen Nachtisch heute. Ja, Käffchen ist fertig. Prost, Freunde. An alle Kaffeetanten, Onkel, Nichten, Neffen, Geschwistern und sonstigen. Prost. Perfekt. Und jetzt kommt meine Nachspeise. Und dazu brauche ich aber ein kleines Lagerfeuerchen. Das werde ich jetzt einmal anzünden. Da ich heute eigentlich nichts zum Abzünden mit habe, war ich jetzt bei der toten Birke dahin und habe mir noch einmal etwas Birkenrinde geholt. Ich habe hier schon etwas feines Reisig. Ich habe hier größere. Und jetzt schauen wir mal, dass mein kleines Feuerchen entzünden. So, jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter, denn ich mache mir heute eine Banane mit Schokolade. Jetzt schneide ich sie mal auf und dann kommt sie ins Feuer. So, ich habe die Banane hier mal eingeschnitten. Hier ist eine Schokolade hineingedrückt. Jetzt legen wir das Ganze mal ins Feuer. Und warten mal ab. Ja, dann werden wir mal die erste kosten. Oh, heiß. Wow. Echt lecker. Dampft auch noch. Freunde, so was Leckeres habe ich schon lange nicht gegessen. Ja, und gleich die zweite hin nach. Bevor der auf ein Tier fällt. Jetzt kann nichts mehr passieren. Richtig warm geworden wieder. Wind hat auch nachgelassen. Also perfekt. So, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Und in diesem Sinne, Servus die Malen, pfiat euch die Buben.